Herzlich willkommen zu Ellermanns Talk. Ja, das ist der große Truck. Der große Truck von der Bild-Zeitung Hamburg. Er führt jetzt gleich über die Reeperbahn. Dreimal geht es sozusagen rund und dann geht es nachher zur großen Party, zur großen Aftershow-Party hier aufs Heiligen Geistfeld, wo Zehntausende von Menschen dabei sein werden. Also, viel Spaß, meine Damen und Herren. Seien Sie dabei, der Truck fährt jetzt ab in diesem Moment. Nach der großen Parade mit den vielen, vielen Trucks, die unterwegs waren, ob von der Bild-Zeitung oder auch von anderen, sind wir jetzt hier angelangt, die man hier sieht. Alle sind in fröhlicher Laune und hier findet jetzt die Aftershow-Party statt. Hier in Ellermanns Talk, heute speziell vom Talk natürlich hier von der Reeperbahn und hier auf dem Heiligen Geistfeld. Da gehen wir jetzt gleich in dieses Zelt hinein. Und dann die Hände zum Himmel hier beim Schlagermove Ellermann Spezial. Und jetzt die große Aftershow-Party und viele, viele prominente Gäste. Ich habe mich auch schon richtig bescheuert angezogen. Die werden wir jetzt hier gleich erleben. Viel Spaß bei Hände zum Himmel und Schlagermove 2014. Total geil. Prima. Und was habe ich hier für Damen? Schönen guten Abend. Hallo, die jungen Damen, auch in einer Höhe hier beim Schlagermove. Warum seid ihr heute hier? Also wir beide sind Double Faces, Lee Jackson und Barbie Stupid. Und wir haben gestern schon beim Warm-Up hier auf der Bühne ein bisschen getrellert und ein bisschen Stimmung gemacht und sind heute gebucht gewesen bei Dürko Promotion, wie jedes Jahr. Und habt ihr auch gesungen ein bisschen? Ja, selbstverständlich haben wir, als wir auf die Reeperbahn gefahren sind, haben wir zum einen die Leute angeheizt mit Marmorstein und Eisenbrecht. Könnt ihr das mal ansingen, bitte einmal kurz? Machen wir schnell ein Eisberg, kriegen wir das hin? Ja, ne? Ja, das kriegen wir hin. Weine nicht, wenn der Regen fällt. Dam, 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 dam. Es gibt einen, der zu dir hält. Dam, 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 dam. Nur verrückte, fröhliche Leute hier. Ja. So soll es ja auch sein. Lauft ihr privat auch so rum? Nein, das ist eine Künstlerrolle, eine Kunstfigur und die ist so lange aktuell, solange wir am Start sind, wenn gefeiert wird und danach sind wir ganz normale Jungs. Ihr seid aber auch auf der Bühne zu Hause, man kann euch auch buchen, ne? Man kann uns alles, aber auch buchen, ja. Und wo kommt ihr ursprünglich her, aus Hamburg oder? Wir sind aus Hamburg und arbeiten momentan in Olivias Showclub, mitten auf der Großen Freiheit. Ganz schöne Grüße an Olivia. Ja, lieben Gruß. Komm doch her. Guido Dürkow verpflichtet, meine Damen und Herren, auch bundesweit Österreich und in der Schweiz, wo man uns sieht, kann man dich natürlich buchen. Guido, du bist hier auch beim Schlagermove aktiv. Was habt ihr gemacht hier genau? Also wir hatten heute großes Jubiläum, das 15. Mal unser Truck auf dem Schlagermove und das 15. Mal die wundervolle Flocati-Lounge, in der wir uns gerade befinden. Das alleine ist schon ein bisschen Grund zu feiern, ja. Das ist auf jeden Fall. Wie ist gelaufen? Wetter war einigermaßen gut, ne? Also ich will ja gar nicht unken, aber es ist unser bester Auftritt gewesen. Es war alles perfekt. Wir hatten bestimmt 500, 600.000 Menschen hier, die begeistert frenetisch gefeiert hatten. Der Titel ist ja Hossa Hossa. Rex Gildo, hast du den noch kennengelernt? Ich habe sowohl mit dem Titel bin ich groß geworden, als auch Rex Gildo mal kennengelernt, tatsächlich. Ich sehe nicht so aus, ich weiß, aber... Ich bin ja ein bisschen älter, aber ich bin mit ihm ungefähr 35 Städte Tour gehabt. Es hat gereicht. Ja, das kann ich mir allerdings auch vorstellen. Aber euer Titel verpflichtet, ja. Wünschen dir alles Gute, eine schöne Feier noch und nächstes Jahr wieder reibungslos. Wir sind dabei. Lieber Andreas, wir sind nächstes Jahr wieder dabei. Ich freue mich drauf. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Und wen sehe ich da? Schlager-Ikone Peter Sebastian, Alter, grüß dich. Hallo Andreas, wie geht's dir? Mir geht's gut, dir auch hoffentlich. Ja. Oh, es war wunderbar, wir haben schönes Wetter gehabt. Ja. Traditioneller Schlager-Move, es war einfach nur klasse. Du singst auch, ne? Ja. In der Tat. Sieht man dir gar nicht an, dass du singst, oder du singst. Die aber auch nicht. Ja, ich muss ja hier noch wieder raus. Das Urgestein des deutschen Schlagers, Peter Sebastian. Was wären wir ohne dich, Alter? Wir machen mal weiter. Ciao. Jetzt haben wir den Mr. Soulman hier und natürlich die große Gospelstimme Ernest Clinton. Herzlich willkommen. Hallo, hallo, hallo. Tolle Stimmung hier. Also ich bin total begeistert. Du warst ja auf dem großen Truck dabei, ich glaube Truck 3, ne? Genau, richtig, ja. Da war ich mit der Hamburger City Band. Und das ist ein neues Projekt.
und da haben wir ein Medley gebracht. Also es kam sehr gut an. Wir wünschen dir alles Gute und heute Abend noch einen schönen Schlagerabend. Ja. Ich sage nur Mademoiselle Dinette. Die Bild-Zeitung führte heute den großen Track an, mit der Nummer 1 waren sie unterwegs und es war eine Riesenstimmung. Heino war mit drauf, einige Bildredakteure sind noch da und einen Bildredakteur habe ich jetzt hier. Herzlich willkommen, Volker Peschel, ich grüße dich ganz herzlich. Moin. War ganz toll heute, ne, die Stimmung, ne? Ja, optimal. Es hat vorher geschüttet in Strömen, großes Gewitter, alle nervös geworden, hält das Wetter und dann kam nur Sonne, Sonne, Sonne. Beste Stimmung, ganz, ganz viele Leute auf der Strecke. Mehr kann man sich, glaube ich, nicht wünschen. Heino war ja mit an Bord sozusagen, hat er auch gesungen? Kam die komplette Strecke mit, 4 Stunden mit an Bord, kam immer wieder raus, hat sich den Fans gezeigt. Wie lange bist du jetzt schon dabei? Seit 7 Jahren. Seit 7 Jahren bei der Bild? Ganz genau. Dello Hamburg präsentiert den neuen Opel Insignia. Jürgen Klopp fährt auch den neuen Opel Insignia und wir präsentieren ihm hier die Bilder. Der neue Opel Insignia. Unsere Gäste wurden gefahren mit dem neuen Opel Insignia, präsentiert von Dello Hamburg. NDR-Star-Moderator Ulf Ansorge hier. Herzlich willkommen, Ulf. Hallo, grüß dich. Wie geht's dir? Ich finde es wunderbar hier heute. Du warst irgendwie auch auf einem Track dabei, ne, heute? Ich war auf dem Track 3 mit Iron Shear und es hat so einen Spaß gemacht. Und die Hamburger sind ja immer so dabei. Es waren ja, glaube ich, 500.000 Menschen da. Also das gibt's ja. Also das reißt dann ja mit, das ist ja unglaublich. Hast du denn auch mitgesummt und mitgesungen, ja, ne? Mitgesummt? Ich habe mitgegrölt. Natürlich, so. Natürlich. Das ist richtig gut, genau. Und es macht immer wieder Spaß, dabei zu sein, ne? Ja, es ist eine, die Stimmung ist immer so toll, weil alle, es ist ja, es geht ja von 9 bis 90, sind ja alle da und das macht so wahnsinnig viel Spaß, dass irgendwie alle einfach Party machen. Toll. Hi, wen haben wir denn hier? Hallo, mein Hase, L'Oreal London, hallo. Ich bin ein bisschen heiser, ich hatte ein bisschen viel Spaß heute. Du warst auch auf dem Truck, ne? Ich war auch auf dem Truck bei Guido Dürkop, ein guter Freund von mir und Iron Shear hat live gesungen, was ich großartig fand und ich hatte sehr viel Spaß. Wir wünschen dir heute auch noch viel Spaß und Dankeschön. Einmal noch für unsere Freunde aus Österreich, Schweiz und Deutschland einen schönen Gruß von der Dame aus London. Nach Österreich, Schweiz, Deutschland, einen schönen Gruß von L'Oreal London. Ich bin ein bisschen beschwipst, aber alles gut, wir haben Spaß hier und viel Glück, alles Gute, tschüss. Ciao. Alles Gute, danke. Ja, Claudia Ehlert, herzlich willkommen. Hallo, grüß dich. Das Playmate sozusagen im April war es, glaube ich, ne? Ja, und zwar Penthouse Covergirl im April-Ausgabe. Und hat Spaß gemacht? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Aufnahmen habe ich im Februar diesen Jahres gemacht für den April und da war es ja schweinekalt. Österreich und Schweiz schauen auch zu. Einen netten Gruß nochmal für unsere Zuschauer. An die Schweiz? Ja, und auch in Österreich. Schweiz und Österreich, ja, das liebe ich. Ich liebe dieses Land. Ich grüße euch. Und es ist schade, dass ihr jetzt nicht das erlebt, was wir jetzt hier erleben. Weil das ist die Party überhaupt hier in Hamburg. Schlagermove, das Beste. Heino heute wieder mal dabei beim großen Schlagermove. Heino, du hast ja auch, das darf ich sagen, den Schlager populär gemacht über die Jahre. Ja, ich bin 50 Jahre dabei, aber ob ich ihn populär gemacht habe, weiß ich nicht. Aber zumindest habe ich mit dazu beigetragen, dass er heute noch sehr aktuell ist, noch sehr aktiv ist. Also Schlagermove heute in Hamburg. Ich habe hier schon vieles mitgemacht. Ich habe Karneval in Rio mitgemacht, Karneval in Köln, Karneval in Düsseldorf. Zumindest kann ich sagen, der Schlager-Move hier hat mindestens Karneval in Köln und Düsseldorf übertroffen. Es war sensationell, wie die Menschen sich vertragen haben, wie sie mitgegangen sind, wie sie gesungen haben, jung und alt. Also das finde ich schön, das ist toll. Das Sag mal, Hannelore war heute nicht dabei, ne? Hannelore sitzt hinter uns, weil ich wollte der Hannelore das nicht antun, weil sie gerade eine neue Hüfte bekommen hat. Dann den Wagen rauf und Wagen runter und über 4 Stunden stehen, das ist für Hannelore nichts. Aber
Vielleicht im nächsten Jahr. Aber es hat dir viel Spaß gemacht, auch diesen Truck natürlich mit anzuführen. Ihr habt gutes Wetter gehabt. Wir haben gutes Wetter gehabt, man hat prognostiziert, dass es schlecht wurde, aber es war ein tolles Wetter und wie gesagt, es war eine tolle Stimme, wunderbar. Und deine Frau ist auch gerade da, Hannelore, jetzt guten Tag. Genau. Geht es wieder etwas besser? Mir geht es immer gut. Genau. Wir haben ein bisschen, einmal das, ein neues Hüfte, neue Knie, aber jetzt springe ich wieder durch die Gegend und habe mich auch den Schlager-Move angepasst. Und werdet ihr auch wieder im Herbst unterwegs sein in Kirchen? Ihr macht ja sehr viele Kirchentourneen. Ja, Anfang des Jahres, im nächsten Jahr, Anfang des Jahres dann wieder mache ich so 10-12 Kirchenkonzerte. Da singe ich aber nicht von der Rock-CD, sondern Schubert, Bach, Mozart, Tschaikowski, Brahms. Das sind Lieder, die mir auch sehr viel Spaß machen und wo man auch zeigen kann, dass man mindestens so ein bisschen singen kann. Jetzt gibt es ja zuerst eine neue CD, jetzt erst recht. Jetzt hast recht. Allen nochmal zeigen und dann gibt es im Herbst eine Rocktournee. Rocktournee. Das war ja eine Riesenidee, was ihr gehabt habt und habt auch alle Häuser voll. Man muss sich also quasi schon um Karten kümmern, damit man sie bekommt. Ne? Ja, das ist richtig, aber das ist ja gerade das Schöne an unserem Job. Es geht einmal rauf, einmal runter, aber bei mir war es immer stetig, immer gleichbleibend. Trotzdem, dass ich über 50 Jahre Volkslieder gesungen habe. Jetzt habe ich natürlich wieder durch die Rocklieder einen Hype bekommen, was mir ganz gut tut mit 75. Also ich kann sagen, so kann es weitergehen. So kann es weitergehen. Ich wünsche euch beiden alles, alles Gute, erdenklich Gute. Und dass es gute Tourneen gibt, ob im Rock oder im Kirchenbereich. Heino macht sie alle frisch, ne? Ja, ich mache das gerne und ich bin gerne auf der Bühne und singe gerne. Und du bist immer für Made in Germany da gewesen, deshalb heute auch natürlich. Ich habe ja heute auch hier Made in Germany. Wir stehen noch zu unserem Vaterland, ja, ne? Richtig, wir haben ein schönes Land, wir haben alles. Wir haben gutes Essen, wir haben gutes Trinken, wir haben so hübsche Frauen. Also wir haben hier in Deutschland alles. Man muss nicht unbedingt ins Ausland zu gehen und dort leben oder wohnen. Und eine tolle Frau hast du auch. Wie viele Jahre seid ihr jetzt verheiratet, Hannelore? 35 Jahre. Und das werden bestimmt noch ein paar mehr. Ne? Noch? Wie lange müssen wir noch? Ja, ich wäre ganz zufrieden, wenn noch 35 dazukommen. Ja, Freunde, das war's hier vom Schlagermove. Es war richtig toll, die Stimmung hier. Schlagermove 2014. Ich ziehe mich jetzt wieder normal an. Nächste Woche ist wieder Ellermanns Talk. Natürlich ganz normalen Outfit. Denn so verrückt kann man nur einmal im Jahr sein. Der Karneval im Norden, Schlagermove, voller Erfolg hier.